Georg Mayer gemeldet. Er ist freiheitliches Mitglied im Europäischen Parlament. Dankeschön, Frau Präsidentin. Geschätztes Hohes Haus, werte Regierungsbank. Die Bilder sind natürlich tragisch und die Bilder sind natürlich erschreckend, die wir hier alle gesehen haben. Und Frau Kollegin Randy Wagner, diese Europastunde kommt ja von Ihnen und Sie haben da ein Video zitiert. Ich habe gesagt, ich könnte Ihnen auch aus Videos erzählen, die ich gesehen habe, aber das mache ich nicht, denn dann würden Sie mich zum Schluss auch noch einen Populisten nennen. Das wollen wir ja nicht. Und da gibt es, wo ist sie? Ah, hier, entschuldige. Und das wollen wir ja nicht. Also da gibt es, Frau Kollegin, da gibt es auch noch andere. Da gibt es, entschuldige, Frau Meindl-Reisinger, da gibt es auch noch andere Videos, die ich Ihnen jetzt heute hier nicht vorzeigen werde. Aber wer auch immer dieser Brandteufel in Griechenland war, der hat zumindest diese menschliche Tragödie, und ich glaube, auf diesen gemeinsamen Nenner können wir uns einigen, der hat zumindest diese menschliche Tragödie auf sachlich zu verantworten. Aber, geschätzte Kollegen, und es gibt auch eine politische Verantwortung. Und böse Zungen behaupten ja schon, dass dieser Brandanschlag vielleicht auch etwas mit dem heute zu präsentierenden neuen Migrationspakt zu tun hat. Da könnte man ja natürlich vermuten, dass hier eine gewisse Einflussnahme gemacht werden sollte. Vielleicht denken Sie darüber auch einmal nach. Ich beschuldige hier niemand. Ich weiß nicht, wer diese Lager angezündet hat, genauso wenig wie Sie das wissen. Aber es gehen schon gewisse Beweisketten in eine gewisse Richtung. Aber die Lösung des Problems, Frau Kollegin, kann nicht und wird nicht die Aufnahme einiger weniger sein, die, wie das hier bei Ihnen ja verlangt wird. Das ist wohl eher absichtlich naiv und sogar noch rechtswidrig, Frau Kollegin. Die Flüchtlingsthematik ist seit 2015 in Diskussion. Es ist ja nicht das erste Mal, dass Sie hier darüber diskutieren. Es ist nicht das erste Mal, dass wir im Europaparlament darüber diskutieren. Und es gibt geltende gesetzliche Regelungen, geschätzte Kollegen. Der Kollege Lobatka hat es gesagt. Es gilt Dublin III. Das ist gültiges EU-Recht, das aber seit 2015 mit Füßen getreten wird. Das seit 2015 schlicht nicht umgesetzt wird. Was ist denn das für eine Art des willkürlichen Handelns? Und dazu passt aber auch Ihre sehr polemische und populistische Formulierung das Thema dieser Europastunde. Da steht nämlich, retten Sie die Kinder, Herr Bundeskanzler. Kinder sind Kinder sind Kinder, haben wir jetzt dreimal gehört. Und es geht Ihnen, glaube ich, aber weniger um diese 350 Kinder, die dort betroffen sind, sondern es geht Ihnen, und das behaupte ich jetzt einmal und das unterstelle ich Ihnen, um diese konzertierte Aktion in Gesamtwesteuropa. Wir haben Platz. Wir haben Platz ist eine durchgespielte Aktion, die vom Deutschen Bundestag in Gesamtwesteuropa gespielt wird, im Zusammenhang mit diesen fürchterlichen Bränden in Griechenland. Und was soll das denn heißen? Wir haben Platz. Was soll das heißen, geschätzte Kollegen? Wir haben Platz. Wer sagt denn, dass wir Platz haben? Sagen Sie, dass wir Platz haben? Sagen ein paar grüne Hanseln, dass wir Platz haben in Europa, geschätzte Kollegen. Also das ist wohl ein sehr arroganter Zugang. Herr Abgeordneter, im österreichischen Parlament würde ich Sie bitten, so Ausdrucksweisen nicht zu verwenden. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Und Sie können jetzt fortfahren. Das ist ein fatales Zeichen, das jedenfalls damit ausgesendet wird und dass am Ende die politische Verantwortlichkeit dieser griechischen Tragödie, diese griechischen Feuer, Sie zu verantworten haben mit diesen Zeichen, die Sie aussenden. Und sagen Sie das doch einfach so deutlich. Sagen Sie es, wie Sie es eigentlich wollen. Wir wollten jeden nehmen, egal ob Asylrecht dagegen spricht oder nicht, egal ob geltendes EU-Recht dagegen spricht. Regeln sind uns dabei egal. Regeln sind Ihnen egal, Frau Kollegin, das kommt deutlich zutage. Und nur ein echter Schutz der EU-Außengrenzen ist ein wirksames Signal und ein politisches Signal. Denn am Ende sind 60% der Menschen in Österreich gegen eine Aufnahme dieser Moria-Flüchtlinge, weil sie wissen, dass das Problem schlicht nicht lösen wird. Die Lage verschärft sich nur weiter. Und die Situation auf Lesbos ist seit Jahren bekannt. 3 Milliarden Euro sind nach Griechenland geflossen und versickert, ohne dort irgendjemandem zu helfen.
Und jetzt wird es natürlich für Schlepper wieder einfach. Jetzt haben sie denen für neues Geschäft gesorgt und den NGOs, die ihnen helfen. Denn jetzt wird zahlreiche neue Flüchtlinge sich auf den Weg machen. Und die politische Verantwortung dafür liegt bei denen, die sagen, wir haben Platz. Und die politische Verantwortung für die nächsten Menschen, die im Mittelmeer ertrinken, die liegt auch bei denen, die ständig sagen, wir haben Platz. Aber ohne an die realen Folgen dann zu denken. Dankeschön.